Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen. 2015 jährt sich zum 70. Mal das Ende des Zweiten Weltkrieges und damit auch das Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Dieser Teil unserer Geschichte beeinflusst auch uns heute noch in unserer Gegenwart. Gerade im Bereich des Kunstmarktes sind die Folgen der NS-Enteignungen bis heute sehr präsent. Der Verbleib vieler Kunst- und Kulturgegenstände, die von ihren Eigentümerinnen und Eigentümern zwischen 1933 und 1945 aufgrund nationalsozialistischer Verfolgung unfreiwillig verkauft, abgepresst, enteignet, beschlagnahmt oder gestohlen wurden, ist unzureichend aufgearbeitet. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zum Teil hat sich der Kulturbetrieb unwissentlich, zum Teil aber auch bewusst, bislang unzureichend mit der Zeit des Nationalsozialismus und der Problematik des verfolgungsbedingten Entzugs von Kulturgütern befasst. So gesehen ist es eigentlich ein Glücksfall, dass der Kunstfund im Privatbesitz von Cornelius Gurlitt die Diskussion über das Thema Provenienzforschung, die wir seit Ende 2013 führen, neu entfacht hat. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir jetzt diese Chance nutzen. Wir müssen uns im Bereich der Provenienzforschung den Problemen stellen und beim Umgang mit NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern faire und gerechte Lösungen für alle Beteiligten finden. Meine Damen und Herren von der Bundesregierung, mit der Washingtoner Erklärung hat sich Deutschland 1998 international verpflichtet, zur Provenienzforschung und Restitution beizutragen. Auch wenn diese Absichtserklärung für die öffentliche Hand keine Gesetzeskraft hat, sie fordert doch zum politischen Handeln auf. Ich meine, die Umsetzung darf nicht allein vom Wohlwollen öffentlicher Einrichtungen abhängen. Das wird dem Geist der Erklärung nicht gerecht. Und hier sind Sie, meine Damen und Herren, von der Bundesregierung in der Pflicht. Und wir haben darüber hinaus eine moralische Verpflichtung, die weit über den öffentlichen Bereich hinausgeht. Auch wenn Private von den internationalen Verabredungen nicht tangiert sind, können und dürfen auch Sie, die privaten Kunstsammlerinnen, Kunsthändlerinnen und auch Auktionshäuser, sich einer moralischen Verantwortung nicht entziehen. Durch die Gründung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste Anfang dieses Jahres in Magdeburg soll die Provenienzforschung in Deutschland weiter gestärkt werden. Eine Bündelung der bisherigen Aktivitäten ist sinnvoll. Deshalb unterstützt auch meine Fraktion die Gründung dieses Zentrums ganz ausdrücklich. Aber allein mit einer Bündelung der Aktivitäten ist es eben nicht getan, meine Damen und Herren. Was wir brauchen, ist systematische Koordination, Strukturierung und vor allem ein Ausbau der Provenienzforschung. Eine bloße Zusammenlegung von Strukturen ist noch keine Stärkung. Es dabei zu belassen, wäre eine Pseudo-Initiative der Bundesregierung. Und das neue Zentrum muss am Ende des Tages auch einen Mehrwert bringen. Es geht um wirkliche Professionalisierung der Provenienzforschung und vor allem um Abbau der Informationsdefizite zu den Grundsätzen der Washingtoner Erklärung, insbesondere in den Ländern und den Kommunen und den Museen dort. Was wir brauchen in den Museen, ist mehr Verbindlichkeit bei der Erforschung der Provenienzforschung, der Provenienz von Exponaten. Wir brauchen eine bessere personelle Ausgestaltung und wir brauchen an den Universitäten mehr Ausbildung von Fachleuten im Bereich Provenienzforschung. Das wäre konsequent, um die steigenden Bedarfe decken zu können. Und die Forscherinnen dürfen übrigens auch nicht bei ihren wichtigen Arbeiten behindert werden. Zugangshemmnisse zu Quellen, Archiven, Nachlässen und Forschungsergebnissen müssen abgebaut werden. Bleibt das schwierige Terrain der privaten Sammlungen. Hier gilt es, Anlaufstellen zu schaffen und wie schon im öffentlichen Bereich Informationsdefizite abzubauen. Und es sollte die Einführung eines Fonds geprüft werden, durch den in berechtigten Fällen die Provenienzforschung im Privatbereich unterstützt werden kann. Rechtlich sollte der gutgläubige Erwerb auf gesetzliche Auktionen beschränkt werden und Eigentumserwerb durch Ersitzen ist zu erschweren. Aber nicht nur im Kunstmarkt sehen wir uns mit der Frage nach der Provenienz konfrontiert. Wie steht es um die Sorgfaltspflicht der Provenienzprüfung in anderen Bereichen? Ich sage Ihnen, der Verbleib von Kunst- und Kulturgut, zum Beispiel von Sinti und Roma, von Homosexuellen, ist bislang kaum beachtet. Auch die Aufarbeitung von Kulturgutverlusten jenseits der NS-verfolgungsbedingten Entzugs, wie zum Beispiel in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR, muss verstärkt und gefördert werden. Meine Damen und Herren, es gilt, allen, denen Kulturgut entzogen wurde, die gleichen Grundlagen zur Aufarbeitung zu gewährleisten.
Dies gilt für NS-Raubkunst ebenso wie für kriegsbedingt verlagerte Kunst- und Kulturgüter, aber auch für Objekte, die aus kolonialen Unrechtskontexten stammen oder für die Bestände aus archäologischen Raubgrabungen. Die Provenienzforschung wird uns in den großen Debatten auch um das Humboldt-Forum und auch bei der Reform des Kulturgüterrückgabegesetzes weiter begleiten. Die Provenienzforschung gehört zur Sorgfaltspflicht bei der Vermittlung von Kunstobjekten und muss ein Selbstverständnis sein. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat der Kollege Ansgar Hebeling das Wort.